Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lower at the Movies. Und wer ist wieder mit dabei? Der TK7. Ganz genau. So, wir haben jetzt in die Lösung geschaut und ich frage mich, wer darauf kommen soll. Nein, nicht die Armbrust. Ich wollte den Granatenwerfer. Wir müssen diese Statue anschießen. Tja, Lara mag keine Bettler. Nee, mag sie auch nicht. Was ich garantiert auch übersehen hätte, denn ich habe noch ein, zwei Minuten weiter geschaut. Einen Hebel, der sich hier befindet. Und es ist so dunkel, dass ich gar nicht sehen kann. Auch schön. Wozu hat man denn Fackeln? Ja, bis so. Die Juden haben Fackeln. Und jetzt Magic. Warum läuft da jetzt schon wieder unheimliche Musik? Die passt überhaupt nicht. Naja, vielleicht kommen noch ein paar Gegner oder sowas gleich. Nee, ist glaube ich eher weniger. So, diese Stiebel, sag ich schon, diese Spiegel durch die Kante ziehen, hä? Ja, durch die Kante vor allem. Wahrscheinlich müssen die nur hier auf diese Platten, würde Sinn ergeben. Warte mal, da haben wir zwei und da hinten haben wir zwei. Jo, geht auf jeden Fall auf. Nein, jetzt brauchen wir Physik, denn die müssen so stehen, dass der Lichtstrahl halt durch die Kante geht, gell? Also die würde ich wahrscheinlich in der Ecke stellen, wenn ich ehrlich bin. Vom Winkel her. Jo, das würde passen. Wahrscheinlich ist die Musik auch wieder so leise, dass ihr sie gar nicht hören könnt hinterher in der Aufnahme, aber egal. Ist sie, so leise gewesen in den letzten Parts, oder? Mir kam sie irgendwie leise vor beim Kontrollieren. Ich weiß ja nicht, wie sie dir vorkam, wenn du sie angeguckt hast. Es ging eigentlich. Also, man hat die Tomb Raider, ich glaube, 3 Musik war es ja in dem Anfangsgebiet relativ gut gehört, finde ich. Der Helikopter war halt ziemlich laut, gell? Ja. Also mir kam halt wirklich diese mysteriöse, unheimliche Ägypten-Musik sehr leise vor, obwohl, warte mal, ich glaube, der Part ist noch gar nicht hochgeladen. Ja, das kann natürlich sein. Aber es sieht richtig aus, jetzt wo das da drauf steht, erhebt sich die Plattform. Also wenn das falsch ist hinterher, dann muss ich wahrscheinlich neu laden oder sowas, aber ich glaube nicht, dass die so eine Scheiße machen. Das sollte so. Ja, wahrscheinlich heben die sich dann einfach hoch, wenn es richtig ist. Vielleicht stehen die sogar schon richtig, ne? Den packe ich hier hin, den anderen da hinten in die Ecke. Das dürfte sogar schon passen. Also wenn es so ist, dann wäre es ja wirklich einfach. Da war es nur das Problem, erstmal zu wissen, dass man die Statue anschießen muss. Mal sehen, erhebt sich der Boden? Jawohl, er erhebt sich. Sieht richtig aus. Vom Winkel her auch, ja. Aber könnte sein, dass die jetzt bei den anderen beiden uns so ein bisschen verarschen schon, dass du die vielleicht irgendwie andersweitig anordnen musst. Jo, das sehen wir dann. Boah, kannst du eine Bremse da ab, wenn du dran kommst, so nah? Nö, zum Glück nicht. Aber die Steuerung geht wirklich auch ein bisschen schwerfälliger durch die Übertragung. Das ist schlimm. Och, Lara. Ach so. Ich habe nicht nach da gelenkt. Du sollst nicht die Wand angucken. Ja, den würde ich wahrscheinlich zentraler tun. Dann mal schauen, ob sich das hier ergibt mit dem schönen Lichterbild. Ich überlege gerade. Ich würde die wirklich nach weiter hinten tun, denn der Spiegel, der dort ist, der reflektiert das wahrscheinlich genau in den Reihen, dass der dann einen Strahl nach vorne schießt quasi. Ich glaube eher, wenn ich die Spiegel richtig hingestellt habe, öffnet sich da hinten auch nochmal eine Tür und da ist auch nochmal ein Spiegel oder so. Weil das geht ja auch gar nicht auf. Ah, wir brauchen ja noch einen, gar. Richtig, das ist es halt. Und ich weiß jetzt nicht, wohin mit dem. Also ich würde ihn bei der Tür dorthin stellen, also ich persönlich. Also da, hier gerade. Neben dir, der hier, genau dort, würde ich ihn hinstellen. Gut. Erstmal. Dann machen wir das doch. Wenn es falsch ist, wird sie sich ja hoffentlich nicht erheben. Ja, man weiß es nicht. Dem Spiel ist alles zuzutrauen inzwischen. Das stimmt wohl. Seit vor allem auch in so ziemlich jedem Film ein Feuergeist vorgekommen ist, obwohl der manchmal auch gar nicht gepasst hat, ne? Also. Das Beste war sowieso der Feuergeist unter Wasser in Psycho, also da hört er bei mir echt alles auf. Psycho halt. Der Spiegel ist dort anscheinend falsch. Falsch. Das ist gut zu wissen. Dann komm mal her, schiebe ich dich mal in die Tür. Ja, stimmt, das wäre auch eine Endoskette gewesen. Ja gut, dann wahrscheinlich da vorne. Dann wohl doch bei der einen Tür, wo du eben vermutet hast.
Oder sonst auf einen ganz anderen, aber dann muss ich erstmal den anderen da rausziehen, aber... Och, Lara, die bewegt sich so scheiße hier, das geht gar nicht. Die läuft doch 10 sorry, Meter dass weiter. Sorry, dass es durch die Aufnahme so ruckelt. Hast du den Explorer angelassen? Ja. Ich bewege mich jetzt einfach ganz vorsichtig, dann klappt das auch irgendwann mit der Zeit. Aber ich hab's gesagt. Ja, du hast es gesagt, aber naja. Man sollte auf seinen kleinen Bruder ab und zu mal hören. Auch wenn die großen Brüder und großen Schwestern immer öfters recht haben. Aber die habe ich ja nicht. Ich habe ja nur zwei kleine Brüder. Aber du bist ja die große Schwester, also hast du ja ganz oft recht. Mhm. Ja, so ist es halt. Und was ist Marc dann? Ja, Marc der... Der Papa, oder was? Nee, also einmal haben wir ja schon gesagt, ich wäre seine Mama, also von daher würde es doch keinen Sinn ergeben. Ach so, und du bist ja irgendwie seine Ehefrau, ja, da war ja. Ja, was. Vor allem ist auch sehr komisch, deine Verbindung klingt, er ist seine Mutter und jetzt seine Ehefrau. Aber passt. Entsetzfamilie. Oh Gott. Themawechsel. Okay. Nee, also Marc wäre dann mein großer Bruder, weil der ist ja schon, ich weiß nicht, ob ich sein Alter erwähnen darf, ich sag's jetzt mal sicherheitshalber nicht, aber... Ja. Aber, naja. Er ist auf jeden Fall älter als ich. Die Vampi ist knackige 16. Das hast du aber schön gesagt. Ja, mein Freund hat das jetzt immer so gesagt, also beziehungsweise bevor wir das zusammengekommen sind, meinte er so, ja, bald bist du knackige 23. Wo ich nur so gesagt habe, ja, bin ich jetzt aber noch nicht knackig, und dann ist es doch natürlich. Das fand ich auch sehr nice. Ja. Weißt du, dass mich diese Bodenplatten irgendwie so an Babybilder erinnern, so in der Mitte? Was, Babybilder? Babybill, so dieser Käse dort, diese, in dieser roten Verpackung, der ist so auf Boden eingraviert. Ach so, ich dachte jetzt... Ich bin schon gerade so, hä, Babybilder? Aber ja klar, Babybill. Babybill. So, und jetzt öffne die Plattform. Gut, und jetzt bräuchte man noch einen Spiegel. Ja, er ist auch frei geworden, da hinten ist er. Er ist frei geworden. Und dadurch, dass die Plattform nach oben geht, wird der Strahl dann reflektiert. Und alles andere müsste sich ja von selbst jetzt ergeben. Richtig. Lara ist ganz schwarz, das Phantom. Die ärgert sich schwarz, dass sie die ganzen Spiegel schreiben muss. Ja, wahrscheinlich. Ach ja. Ich freue mich, dass das mit der Technik alles so funzt, dass du dabei sein kannst. Ja, ist auf jeden Fall cool, dabei zu sein. Endlich mal, weil ich hatte ja wirklich bisher nur mal Lars als Gastkommentator dabei, und es war ja auch nur, weil er bei mir zu Besuch war. Ich dachte, per Technik würde das gar nicht hinkommen, aber es kommt hin, zum Glück. Durch den PC klappt es wahrscheinlich jetzt, gell? Yay! Erlösende Musik, du hast alles richtig gemacht. Yay! Und passend natürlich zu Ägypten, nur Sounds aus Tomb Raider 4, ist so schön. Aha, das ist ja die Statue, die der Hubschrauberman dann erwähnt hat, wenn du es richtig übersetzt hast. Nur so von wegen, wenn du die Statue der Königin hast, dann hole ich dich wieder ab. Das ist sie. Müssen wir auch gleich ganz schnell zu unserem Jeep wahrscheinlich zurück, weil ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch eine Verfolgung ist. Ah, du bist mit dem Jeep gefahren? Ja, ich bin mit dem Jeep gefahren. Ich dachte nicht, auch den Part hätte ich inzwischen schon freigeschaltet, aber naja. Ich weiß gar nicht, YouTube ist ein bisschen zugeknastert bei mir im Moment. Und Leute, ihr müsst mal Tomb Raider 4 von Vampy schauen, wie sie mit dem Jeep fährt. Das ist einfach zu genial. Heißt das, dass das Positives oder was Schlechtes? Beides. Vor allem die Statue hat einen Leopardenkopf. Das ist sehr seltsam. Ja. Es sieht aus, als ob sie so einen Spielball in der Hand halten würde, anstatt ein Juwel oder so. Ja, die hat ein Babybild in der Hand. Ja. Ein pixeligen Babybild, aber sie hat Babybild. Mal gucken, ob der Hubschrauber-Man jetzt wieder zu uns spricht, dass er auf magische Art und Weise weiß, dass wir die Statue haben. Mal gucken. Ja, er spricht. Wenn du eine kleine Statue hast, mach haste und geh zu dem Meeting-Punkt. Hurry, Dinge könnten kompliziert werden. Das ist so eine geile Betonung. Weißt du, er macht da voll den Stress, aber voll monoton. Harry, ja, schön. Ach, lieber Harry. Ja, ich finde die Wand sehr schön. Ja, wahrscheinlich sieht er das durch das Headset, was du anhast, gehe ich mal von aus, dass er durch die Brille ein bisschen was schauen kann, wie in Tomb Raider 1 zum Beispiel im Film. Ja, oder Zip, das schon konnte in Tomb Raider 5 durch die Kamera. Oder so rum, genau. Mhm. Wobei der Film ja eigentlich dann in den 70ern stattfinden müsste, rein theoretisch, finde ich das. Ja, der ist ja von 1971 oder 74, ich weiß es nicht mehr, 74, ne? Ja, genau. Oh, Lara.
Was auch interessant ist, eigentlich waren noch hier irgendwelche Leute angeblich verschüttet in diesem Tempel oder so, wie ich das verstanden habe. Und die müssen ja wahrscheinlich auch schon irgendwas mit diesen Spiegeln gemacht haben. Also frage ich mich, wer die Spiegel zurückgeschoben? Das ist halt die Frage. Und hier ist noch ein Secret, was ich vergessen hatte, mir zu holen. Sehr schön. Erst der Secret-Sound von dir und dann vom Spiel. Ist hier noch was? Nö. Okay, dann ab zurück zu unserem Jeep. Das ist aber echt eine schöne Pyramide. Mhm. Also die ist echt gut gelungen. Also ich werde hier eins, wenn du nichts dagegen hast. Ja, warum nicht? Ich meine, Mark ist in den Tempel von Xian eingezogen. Warum du nicht in den Kassi-Tempel? Wobei, das ist eher so der K-Tempel. Ja, wir finden noch einen Tempel für mich. Gibt's irgendeinen Movie mit Affen? Wüsste ich nicht. Leider. Schade. Kein Planetaffen oder sowas. Was passiert? Okay. Die Klappe ist aufgegangen. Und ich komme nicht mehr raus. Oh. Nein, die bösen Leute kommen. Ach, die kriegen aufs Maul. Oh, die andere Tür ist dadurch aufgegangen. Das ist auch gut. Und sie ist wieder zugegangen. Die kommen mir extrem zu nah. Möchte ich mal meinen. Die sind echt ganz schön flink, ja. Vor allem frage ich mich gerade, wie ich mit meinem Jeep dahin zurückkommen soll. Weil ich irgendwie in der Sackgasse mit dem gerade ein bisschen drin stecke. Aber ich glaube, ich kann durch eine Wand fahren, die brüchig ist. Aber ich habe das bisher noch nicht gemacht, weil ich das nicht wusste. Ich glaube, hier ging es lang. Oh, Lara. Oder ich muss zu Fuß zurückgehen. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hab ich mich erschreckt. So, du kriegst erstmal schön mit dem Revolver einen Schuss ab. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Hallo, ich bin ins Menü gegangen, du Scheißspiel. So. Ja, ich bin gerade leicht gereizt, man merkt es. Aber das ist nicht so, weil ich bei der, weil die Steuerung auch wirklich so verzögert ist hier halt. Hallo, ich möchte ein Medipack nehmen. Würdest du reagieren? Danke. Hallo, wieso reagiert die Steuerung nicht? Hallo? Das ist schlimm, ich spring den jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Sayonara. So, weg ist er. Stinker. Es kann natürlich gut sein, dass ich zu Fuß zurück muss. Ich speichere jetzt hier mal ab, dann gehe ich zurück zum Jeep und check das mal, ob ich mit dem noch fahren kann. Aber ich meine, in dem Walkthrough auf YouTube wäre es so gewesen, dass man mit dem Jeep zurückfahren konnte, deswegen. Ach so, gut. Aber wenn der Typ jetzt hierher kommt... Gab's coole Jeep-Musik? Ja, die eigentlich? Typische aus Tomb Raider 4. Oh, die war... Auf der habe ich gestern gedanced. Ich hatte mir so richtig vor, du in deinem Zimmer so, yeah, Jeep-Mucke! Was sind das denn für Leute? Wurde da irgendwie was gesagt, dass so, ja, man weiß es nicht, ja. Das sind irgendwelche bösen Buben einfach. Ja, irgendwelche bösen Buben. Also ich habe das mal in einem Part auch erwähnt gehabt. Dass, ich weiß nicht, ob das noch natürlich am Anfang des Let's Plays war, ob du es schon gehört hast. Das war ja so von wegen, dass wir natürlich nicht die einzigen sind, die hinter diesem Artefakt her sind, sondern auch andere. Und dann gibt es noch eine coole Verfolgungsjagd am Schluss. Ah, das cool. Ist das, was ich meinte. Da unten steht der Jeep. Oh Gott, und jetzt mit der... Okay, den hast du echt gut. Ja, und dann mit der verzögerten Steuerung jetzt hier Jeep zu fahren, das wird ein Erlebnis oder so. Vielleicht machst du einen kurzen Cut und Internet Explorer aus oder sowas, das vielleicht dann besser funktioniert. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich hier noch einmal abspeichern, ganz einfach, weil ich es kann. Und ich würde auch mal sagen, wir beenden den Part, weil der auch schon ganz gut lang ist eigentlich, glaube ich. Und ja, ob wir dann also mit dem Jeep oder zu Fuß hier rauskommen, das erfahrt ihr dann im nächsten Part, würde ich sagen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao! Bye bye!